Also neben den ganzen baulichen Herausforderungen, die natürlich so eine Sanierung von so einem alten Gemäuer mit sich bringt, vor allen Dingen auch das Familiäre und das Zwischenmenschliche, die Beziehung, die Arbeit, das Bauen, alles unter einen Hut zu kriegen und sich dann trotzdem noch in die Augen gucken zu können. Ja, wir wohnen ja auch noch hier. Wir wohnen ja hier und da ist man ja immer auf der Baustelle. Man ist immer da. Die Kinder sind immer mit dabei. Es ist auch am Wochenende. Man hat eigentlich wirklich keinen Tag frei und muss sich trotzdem am Montag wieder motivieren, auf seine normale Arbeit zu gehen, neben dem Ganzen, was man sich jetzt hier aufbaut. Und wichtig ist dann halt, dass man sich nicht entmutigen lässt. Oh, das klingt jetzt so ein bisschen traurig, ne? Nö, man muss dranbleiben. So. Nein, nein, das ist ja alles Es war eine aufregende Zeit. Sehr, sehr aufregend. Ja, genau. Und schön auch. Ne? Ja, es gab viele schöne Situationen. Ja. Ja, auf was greift man dann zurück? Auf Freunde auf jeden Fall, ne? Um einfach mal rauszukommen und dann wieder motiviert reinzugehen. Auszeiten. Auszeiten, was wirklich total schwierig ist, muss man auch sagen. Die können auch mal mehrere Monate lang sein. Was, aber Auszeiten? Ja, haben wir auch gemacht. Wann? Entschuldigung. Ich meine jetzt nur mich. Das habe ich nicht mitbekommen. Ja. Ich habe manchmal monatelang einfach nichts angefasst, kein Werkzeug. Und danach hatte ich wieder Motivation. Ja, aber du hattest deine anderen Aufgaben und ich war eigentlich auf der Baustelle. Ich war auf der Baustelle und Matthias im Büro, er musste ja das Gewölle produzieren, wenn man es mal so nimmt. Ne? So. Und ja. Und dann? Sagen wir mal, wenn man jetzt wirklich auch das Gefühl hat, dass es gerade in die falsche Richtung geht, einfach kurz stehen bleiben, aufrappeln, noch mal kurz drüber nachdenken und dann einfach weitermachen. Ja. Das ist halt bei einer Herausforderung eigentlich immer eine Frage der Sichtweise. Ja. Ich meine, das ist ein altes Haus, ne? Das ist ein sehr, sehr altes Haus. Dieses Café sollte baubiologisch aufgebaut werden, nach historischen Vorbildern und so weiter. Und da ist, glaube ich, die große Herausforderung, sich nicht entmutigen zu lassen, sich nicht, wie soll ich sagen, reinquatschen lassen. Klingt jetzt ein bisschen hart, aber selber sich an alten Bauweisen orientieren und so weiter und so fort, oder? Das war doch eigentlich eine sehr, sehr große Herausforderung. Sind wir eigentlich noch in der richtigen Frage? Sich nicht zu sehr von anderen Meinungen abhängig machen. Ja. Ne, das ist auch ein wichtiger Punkt. Seinen eigenen Weg gehen und wenn drei Leute sagen, sie hätten so und so gemacht, dann macht man es trotzdem anders, wenn man sagt, so ist es richtig, so fühlt das sich für mich gut an. Ja. Auf jeden Fall eine klare Vision. Also eine grobe Grundrichtung, wo es hingehen soll und was, wie sich das Ganze für ihn anfühlt. Das ist der Kernpunkt, weil egal. Auf die Nase hören. Ja, den richtigen Riecher haben und wirklich auch drauf hören. Ne? Meistens hat man ja ein Gefühl. Wir sind ja hier auch in einem ländlichen Raum. Hier ist ja nichts los, wenn man es mal oberflächlich betrachtet. Aber so ist es eben nicht ganz. Es ist eine wunderschöne Landschaft hier. Es gibt unfassbar viele Radfahrer. Und wir haben auf unseren Riecher gehört, obwohl viele zu uns gesagt haben, hä, was macht denn ihr da? So. Und das ist was, was ich jedem empfehlen würde, auf seine innere Stimme zu hören und sich nicht entmutigen lassen oder so. Natürlich würde ich jetzt in der Wüste eine Sauna hinstellen oder so. Aber hier in diesem ganzen Gebiet oder überhaupt Saale-Unstrut gibt es so viele tolle Fleckchen Erde, wenn man jetzt mal in den touristischen Bereich schaut. Und es gibt verhältnismäßig wenig Angebote. Oder besser gesagt, vielleicht erfährt es auch gerade einen Umschwung. Ne? Aber ja, also unterm Strich nicht entmutigen lassen. Hartnäckig bleiben. Mit Herz und Verstand. Ja, durchziehen. Durchziehen. Und wenn man mal fällt, wieder aufstehen und weitermachen.
sagen wir mal, neben den freudigen Momenten, wenn wieder ein großer Teil des Projektes geschafft, abgeschlossen war, auf jeden Fall nach der Eröffnung auch das Feedback der Gäste, die Freude, die Anerkennung, das Lob. Das sind alles, das sind alles kleine Glücksmomente, die, sagen wir mal, Zeit auch, wenn man mit der Familie trotz des engen Zeitkalenders oder Terminkalenders irgendwo einen schönen Ausflug machen kann und so weiter. Das sind so Sachen, die sind dann rar und die fühlen sich aber dadurch dann, umso wertvoller an. Was ist denn dein persönlicher größter Glücksmoment gewesen? Ich kann dir sofort sagen, welcher meiner war. Dann? Als wir den neuen Deckel von unserer Kläranlage bekommen haben. Das war das Allerbeste, wirklich. Da war ein Haufen Müll und Schutt drauf, kannst du dich noch dran erinnern? Und dann irgendwann war da dieser neue Betondeckel von der Kläranlage drauf. Und, man konnte sogar Blumen drauf pflanzen. Und wir konnten Blumen drauf pflanzen. Das ist ein richtiger Glücksmoment gewesen für mich. Und da gab es aber viele, also sehr, sehr viele. Das, wie gesagt, hier war ja nichts. Ne? Und wenn man dann sieht, wie das so nach und nach entsteht, wir haben es ja auch damals auf Social Media begleitet, ne? Und auch ausgestrahlt und so. Und das waren schon, auf einmal stand da ein Haus und vorher war da ein Loch. So. Und das war toll. Oder weißt du noch, wo der Baggerfahrer gekommen ist? Wo wir am Anfang dachten, er fällt in den Fluss. 2 Monate einen Dreckhaufen weggebuddelt haben und dann kommt der Baggerfahrer mit seinem Mini-Bagger, was wir nie in zwei Stunden für möglich gehalten hätten, und buddelt da in 2 Stunden den halben Garten um. Das war auch ein riesengroßer Moment. Ja, aber da gibt es viele. Da könnten wir, glaube ich, ganz viel aufzählen. Ich denke mal, das geht dann auch wirklich vielen so, die so bauen. Das sind halt wirklich die kleinen Sachen oder ähnliche Projekte betreiben. Die kleinen Sachen, die einem dann wichtiger erscheinen, als es vorher war, die man vorher gar nicht gesehen hat. Oder Dinge, die man nicht für möglich gehalten hätte oder so. Ne? Da gibt es